Oh nein, die diebische Elster hat zugeschlagen. Diese Morgenstimmung am Stall. Hey, 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 hey. Ich sag's euch, ich bin noch schwitzt von oben zu unten. Ja, guten Morgen, Louis. Guten Morgen. Gassi, Gassi. Fein. Servus und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie man sieht, ich werde gerade geweckt vom Louis. Der musste nämlich jetzt einmal nach draußen. Allerdings werde ich jetzt nochmal eine Stunde schlafen, weil 5.30 Uhr ist mir dann doch ein bisschen zu früh. Und jetzt wird einmal lustig, denn ich schnapp mir jetzt einmal mein Bettzeug und wandere damit auf die Couch. Und dann kommt diese süße Fratz, Louis, okay, hopp, auch mit auf die Couch. Er schafft das noch nicht ganz alleine. Und die letzte Stunde Schlaf verbringen wir tatsächlich meistens mit dem Louis auf der Couch. Er darf ja bei uns nicht ins Bett, aber er ist am Morgen einfach so unglaublich kuschelbedürftig. So, und jetzt mache ich aber wirklich nochmal die Augen zu und um 6.30 Uhr läutet dann mein Wecker. Was gibt's Schöneres, als so in den Morgen zu starten? Als allererstes möchte ich mich jetzt aber mal ein bisschen frisch machen. Dann müssen wir natürlich noch eine Morgen-Gassi-Runde mit dem Louis gehen, denn das heute um 5.30 Uhr morgens war wirklich einfach eine klitzekleine Gassi-Runde, dass er seine Geschäfte erledigt, aber es soll natürlich auch noch ein bisschen die Natur erkundet werden. Wenn alles gut geht, habe ich auch genug Zeit eingeplant, um noch eine Morgenrunde Yoga zu machen. Das versuche ich ungefähr so 2 bis 3 Mal die Woche einzubauen. Manchmal klappt es eine Woche gar nicht, aber ich bin bemüht, weil ich merke einfach, dass es mir danach immer, ja, dass der Tag dann einfach so viel frischer startet. Und wenn das alles erledigt ist, ich mir Frühstück gemacht habe, dann düsen wir in den Stall. Und da freue ich mich auch schon enorm, weil da kommt der Louis natürlich auch mit. Alexa, guten Morgen. Und ich glaube, wenn man sich meinen Highlight-Pinsel ansieht, dann ist es kein Geheimnis, dass den mal jemand gestohlen hat. Ja, der ist jetzt leider so ein bisschen zerbissen, aber er funktioniert noch. Oh nein, die diebische Elster hat zugeschlagen. Louis, hat er sich einfach mein Bikini-Oberteil von der Wäscheleine geklaut. Und tatsächlich ist das am Morgen kein Einzelfall. Er hat nicht umsonst schon seinen Spitznamen diebischer Elster bekommen, weil wirklich, er findet aus jeder Ecke irgendetwas, das er klauen kann. Wir haben echt Glück, er kaut uns überhaupt keine Möbel oder sonstiges an, aber er stibitzt einfach all unsere Sachen und transportiert die dann immer in seine Box. Dann kaut er zwar auf den Sachen, die er gefunden hat, ein bisschen rum. Aber manchmal findet man in seiner Box dann Dinge, wo man sich denkt, das suche ich selber schon so lange. Hund, woher hast du das wieder gefunden? Louis? Ich sag's euch. Dieser Hund. Ah, Louis. Auslassen. Und das nächste musst du dran glauben. Ein Zöckchen. Mir fällt gerade auf, ich bin irgendwie noch immer in meinem Pyjama. Für die Morgen-Gassi-Runde mit dem Louis ändern wir das jetzt aber einmal. Voila, einmal umgezogen und jetzt geht's eine Runde mit dem Hund raus. Der ist schon wieder verdächtig ruhig. Ich muss schauen, ob der sich nicht schon wieder irgendwas stibitzt hat. Oh, ich glaube, ich lag falsch. Denn da wartet jemand schon ganz, ganz brav auf sein Frühstück.
Baby Lou. Vorher geht's aber noch eine Runde raus. Und dann gibt's Frühstück für dich. Und für unsere Morgenrunde nehme ich mir ungefähr ein Drittel seines Frühstücks mit. Denn der Louis ist ja noch ein Welpe. Der muss noch ganz viel lernen. Und so nutzen wir einfach jeden Spaziergang, um Neues zu erkunden, aber auch Neues zu lernen. Und somit wird der Louis einfach für ganz vieles belohnt, das er toll macht. Und bekommt sein Frühstück nicht einfach nur alles hingestellt, sondern muss sich einen Teil auch verdienen. Und davon kommt jetzt ungefähr einfach so eine Hand hier in mein Bottle. Ich habe noch immer keine ordentliche Hunde-Leckerli-Tasche gefunden. Das ist irgendwie einfach eine Bauchtasche, die ich von früher noch gefunden habe. Ich hätte irgendwie gern so einen tollen Organizer fürs Gassi-Gehen. Und dann darf natürlich auch noch seine Leine nicht fehlen. Und ein Ritual, das wir auch gestartet haben, wenn ich die Haustür öffne, bleibt der Hund erstmal noch hier drin sitzen. Und ich check dann einmal draußen die Lage ab. Okay. Und dann muss natürlich Gassi auch noch einmal Geschäft verrichtet werden. Und wie gesagt, für jede Kleinigkeit, yes, zum Beispiel, wenn er jetzt hier Blickkontakt sucht, wird er einmal belohnt. Was ich mit ihm auch immer wieder einbaue, ich schicke ihn in den Sitz. Dann bewege ich mich ein paar Meter weg von ihm. Wie zum Beispiel hier sieht er mich jetzt auch gar nicht mehr. Und dann gehe ich wieder zu ihm zurück. Da wartet jemand natürlich noch ganz brav. Yes. Das wird natürlich auch belohnt und erst auf okay wird das Kommando wieder freigegeben. Wenn ich ihn einmal ableine, haben wir auch schon ein Ritual eingeführt. Passiert nämlich einfach mal gar nichts und erst auf frei wird der junge Mann in den Freilauf geschickt. Und zwischendurch darf Geschäft Nummer 2 eingesammelt und mitgetragen werden. Und ich muss echt sagen, ich liebe unsere Morgenrunden, wenn alles noch so schön und ruhig ist. Wir haben aktuell eine abnormale Hitzewelle und deshalb genießen wir die Morgenstunden auch immer sehr. Da ist es noch ertragsam. Ich muss generell sagen, dass Louis hierher, die Gassi-Runden mit dem Louis, bitte schön, einfach so wunderbar unkompliziert mit ihm sind. Was man bei ihm aber sagen muss, er hat rassebedingt einen extrem ausgeprägten Will to Please. Er ist ja ein Flat-Coat Retriever, da fragen auch immer einige und man kennt es ihm einfach an. Er möchte gefallen, er möchte sein Bestes geben, aber er ist auch ein kleiner Schelm und wenn man da nicht konsequent mit Regeln dran ist, dann fällt ihm einfach ganz viel Blödsinn ein. Ich bin ja wirklich gespannt, wir sind ja jetzt noch in der Welpenzeit, was dann in der Junghunde und Pubertät also in der Junghundezeit und Pubertät auf uns zukommt. Ich glaube, die kann schon wild werden. Und jetzt gibt es noch die restliche Portion vom Frühstück. Und da wartet auch schon jemand. Und jetzt gibt es immer einen kleinen Freudentanz. Und der war aber heute kurz. Mit seinem Knickeohr. Dann wird die Schale einmal hingestellt. Und dann muss er erst aufs Freigabewort warten. Auch hier, ich provoziere das gerne. Und entferne mich ein bisschen weg. Und trotzdem soll er nicht einfach selbstständig sein Futter fressen. Ich bin da manchmal ein bisschen gemein. Autobus, Oktopus, Louis. Louis, okay. Spitze. Und das macht er echt richtig, richtig brav. So, Mahlzeit, junger Mann. Und während der Louis im Hintergrund schon sein Frühstück mampft, gibt es jetzt auch für mich einmal Frühstück. Ich habe dazu in meiner Küche tatsächlich eine eigene Oatsamlade und jetzt folgt die Qual der Wahl und ich muss mich einmal für eine leckere Smoothie Bowl entscheiden. Aber ich denke, für den Sommer wird es jetzt einmal hier die erfrischende findet Guavi Bowl. Und so sieht übrigens die Bowl von innen aus. Und hier drüben steht auch noch die einfache Zubereitung. Und das ist genau das, was ich so an Oatsam liebe. Denn selbst wenn man nicht viel Zeit morgens hat, muss man trotzdem nicht auf einen echt sättigendes Frühstück verzichten. Und ich weiß, dass ganz viele auch immer nach einem Rabattcode für Oatsam fragen und da darf ich euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern, denn mit Pilsterli 10 spart ihr ganze 10% auf eure Bestellung.
Bestellung. Für die Zubereitung benötigt ihr nichts weiter als eure Lieblings-Smoothie-Bowl und etwas Wasser. Dann wird alles miteinander vermengt, sodass ein schön flüssiger Brei entsteht. Ihr könnt dann Obst eurer Wahl herschneiden, die Smoothie-Bowl einmal schön garnieren. Das macht richtig Spaß. Ich nehme auch ganz gerne noch Tiefkühlbeeren dazu, gerade im Sommer sind die richtig erfrischend. Und mit einem der Crunchy-Toppings und der Feel-Good-Spreads wird die Bowl einmal schön garniert. Und voilà, in nicht einmal 4 Minuten ist meine leckere vegane Smoothie Bowl auch schon fertig. Ich freue mich jetzt richtig auf ein erfrischendes Frühstück. Ich verlinke euch meinen Rabattcode nochmal in der Infobox. Nicht vergessen, mit Pilseli 10 spart ihr nämlich ganze 10% auf eure Bestellung. Ich bin gespannt, für welche Geschmacksrichtung ihr euch entscheidet. Wie gesagt, für den Sommer finde ich die erfrischenden Smoothie Bowls wie Findet Guavi, Benjamin Blaubeer, Elsa Erdbeer, Alice im Bärenland einfach richtig, richtig lecker. Und jetzt, würde ich sagen, Mahlzeit. Ich habe fertig gefrühstückt und habe jetzt gerade einen Blick auf die Uhr geworfen. Und ich bin schon ein bisschen zu spät dran, deshalb lasse ich, glaube ich, meine motivierte Yoga-Session heute Morgen aus. Aber auch das ist so ein typischer Morgen, dass man sich irgendwas vornimmt, wie eben eine Runde Sport oder Haushalt, und dann wird die Zeit irgendwie doch zu knapp. Mein Gott, na, passiert. So geht's jetzt auch einmal direkt in den Stall, denn wie gesagt, wir haben aktuell eine Hitzewelle und deshalb versuche ich den Stall auch gleich in meine Morgenroutine mit einzubauen. Ich habe allerdings ja noch die Shorts an, die werde ich jetzt einmal wechseln und eine Reithose anziehen. Ich habe mich einmal in mein Reitgewand geschmissen und habe an Socken von Vavolo. Meine Reithose ist von Italo Ver, genauso wie auch der Gürtel. Und das T-Shirt, das ist natürlich mein eigenes Pilseli-T-Shirt in der Farbe Forest. Ich liebe den Stoff. Es ist einfach so schön angenehm zu tragen. Und ich glaube, ich habe alles. Und ich würde sagen, wir düsen los in den Stall. Ah ja, das hätte ich fast vergessen, denn für den Stall gibt es noch einen Outfitwechsel für den Louis. Da bekommt er jetzt einmal sein Geschirr an und nicht sein wunderschönes gelbes Halsband. Und außerdem ist es mit dem Geschirr auch praktischer, wenn man ihn mal wo auf seine Decke, auf seinen Platz schickt und dabei angehängt hat. Das habe ich immer lieber am Geschirr und nicht am Halsband. Louis! Entschuldigung. Wir sind gerade im Stall angekommen. Da chillt noch jemand in seine Box. Und ich liebe auch diese Morgenstimmung am Stall. Wir hatten letzte Nacht übelstes Gewitter. Es hat so gewindet, so viel geregnet. Ich schaue jetzt gerade einmal, ja. Ich dachte schon, der Reitplatz steht hier auch etwas unter Wasser. Und trotzdem ist es schon wieder so heiß. Wie geht das? Und zur Morgenroutine gehört natürlich als allererstes auch gleich mal Futter für Pferde zubereiten. Die bekommen hier beide einfach nur ein paar Heukops. Die werden eingeweicht und dann kommen individuell die Zusätze dazu. Yeah. I don't wanna slow down, I don't wanna slow down, I don't wanna slow down till I burn out. I just wanna live fast, I don't wanna look back and say I could have done more than I did not. Sometimes it can be hard, yeah, it can be hard, yeah, it can be hard when you grow up. People fill you with doubt, you start thinking about what you're gonna do now. But we der Pilgrim ist soweit ready. We dreamers. Soll einmal noch jemand sagen, Reiten ist kein Sport. Ich sag's euch, ich bin noch schwitzt von oben zu unten, der Pilgrim auch. Aber Morgensport tut gut. Und nach getaner Arbeit gibt's einmal Frühstück für den Pilgrim. Und ich weiß nicht, ob ich zu meinen Reitstiefeln irgendwas sagen muss. Die, glaube ich, darf ich jetzt erstmal gründlich putzen. Und während ich jetzt den Pilgrim geritten bin,
hat der Louis im Auto gewartet. Das steht hier noch wunderschön im kühlen Schatten, sonst wird es ihm nämlich im Stall zu viel und muss ja trotzdem bedenken, er ist erst 4 Monate alt und hier in seiner Autobox kommt er immer richtig schön zur Ruhe, schläft dann sogar auch und das ist eine richtig, richtig coole Lösung und kommt jetzt aber wieder mit. Pilgrims erster Weg ist natürlich in den Kraftfutterautomat und ich mache mir jetzt auf die Suche nach dem Tino. Oh, guten Morgen, Tino. I know I should have done this, should have quit this long ago. Can't stand another heartbreak, but it's time to let it go. It'd be easier for me if I turn away to flee, oh. But there's something holding on, the way of being long gone. Wir sind fertig, vollkommen durchschwitzt. Die Viecher sind so extrem lästig. Tino reagierte leider auch sehr sensibel drauf. Wie man sieht, Fliegenspray bringt natürlich mal wieder gar nichts. Nur leider ist die Halle belegt. Deshalb mussten wir auch jetzt leider schon bei etwas mehr Hitze, Tino, in der Sonne arbeiten. Aber ich würde sagen, ja, Monsi, wir duschen dich jetzt einmal ab und er darf dann seinen restlichen Tag auf der Koppel genießen. Ich habe mir jetzt gerade noch meine beiden Trainingskalender geschnappt und werde jetzt noch einmal eintragen, was wir heute gemacht haben. Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Trainingskalender echt so fleißig führe, aber man muss echt einfach am Tag nur ganz kurz reinschreiben, was passiert ist. Und so schaffe ich das, dass ich mein Training mit den beiden echt dokumentiere. Ich bin fertig für heute und ich hoffe, ich konnte euch bei meiner Morgenroutine ein bisschen mitnehmen. Bitte bedenkt, dass natürlich bei mir kein Morgen dem anderen gleicht. Als Selbstständiger gleicht halt einfach keine Woche der anderen. Aber trotzdem, wenn es jetzt so heiß ist wie aktuell, dann sieht so ein typischer Morgen bei mir aus. Da fahre ich entweder gleich morgens oder sonst abends in den Stall. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie eure Morgenroutine aussieht. Ich werde jetzt auf alle Fälle nach Hause fahren und dort mich unter die Dusche schmeißen, weil ich bin durchschwitzt von oben bis unten. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss und Servus!